Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zur 65. Folge Warcraft 3 Reforged. In der 7. Mission und wir sind hier gerade, oder? Siebte ist es doch. Ne, 6. Mission, Entschuldigung, 6. Ja, und wir sind jetzt hier gerade dabei, ein bisschen die Karte zu erkunden. Zwei Lager haben wir schon ausgeräumt, kann man sagen. Goblinladen. Hier schönes Rolle des Schutzes. Oh, der hat ein bisschen Platz. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Rolle des Schutzes. Der mögliche Hilfe versteckt uns über Einheiten. Aha. Stadtportal. Euer Gebäude ist fertig. Rolle der Heilung. Ach komm. Komm, wir Rolle der Heilung mal. Und die Rolle des Schutzes. So. So wird ein Schuh draus. Ich werde ungeduldig. Sind Dämonen in der Nähe? Aua. Das Böse rückt näher. Und noch eine Goldmine. Ja, guck mal eine an. Jetzt wird's schwierig. Euer Gebäude ist fertig. Hier können wir nicht bauen. Hier können wir nicht bauen. Wieso nicht? Ich bin blind, nicht taub. Soll ich zuschlagen? So, es kann ja sein, dass da gleich wieder Dämonen kommen. Ich kenne meine Gibt es Ärger? Unser heiliger Hain wird entweichen. Da sind sie schon. Kaum habe ich was gesagt, sind sie schon da. Ich werde ungeduldig. Ja, lass uns mal hochgehen. Und ihr könnt ja auch mal. Meine Kraft gehört euch. Guckt schon aus. Ihr wagt es nicht. Ich bin bereits der Ruf der Natur. Okay. Ich bin bereit. Ich hätte trotzdem noch gerne ein Urtum der Lehren. Ich werde ungeduldig. Unsere Zeit ist knapp. Meine Kraft gehört Unsere Krieger uns. Greifen den Feind an. Ich bin bereit. Schlammmonster, okay. Wo soll ich zuschlagen? Unsere Zeit ist knapp. Ich bin bereit. Der kriegt aber kaum noch Erfahrungspunkte. Gell, das ist ja wirklich ganz, ganz Auf euer wenig. Zeit. Ich bin wach. Der Schläfer ist erwacht. Euer Gebäude ist fertig. Hallo. Hallo. Ich bin bereit. Ich warte auf euch. Klärt mich auf. Der
Der Schläfer ist erwacht. Euer Gebäude ist fertig. Ihr seid am Zug. Allein die Bogenschützen sind ja schon ein ganzer Tross. Eure Goldmine gibt nicht mehr viel her. Ich bin bereit. Werden wir erobert? Der Schläfer ist ich bin bereit. Meine Kraft. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Wo soll ich zuschlagen? Sofort. Geht's dir immer nur um Schlagen? Warum willst du schlagen? Der Schläfer ist erwacht. Ich bin wach. Euer Befehl. Auf euer der Schläfer ist erwacht. Macht euren Frieden. Boden in der Nähe. Unsere Zeit ist knapp. Natürlich. Hallo, Dora. Wo soll ich zuschlagen? Euer Gebäude ist fertig. Okay. Sind der mich auch in der Nähe? Zeig den Weg. Selbstverständlich. Meine Kraft. Gehört ich uns. Werde ungeduldig. Ich bin wach. Ich bin wie wach. Wie viele Druiden brauchen wir denn? Ich würde sagen, zwei, maximal drei. Und der Rest, der kann durchaus Bär sein. Das ist eine ordentliche Armee hier. Auf jeden Fall. Natürlich. Ich bin bereit. Ich hätte mir noch ein paar mehr Dryaden gewünscht, um ehrlich zu sein. Schluckt schon aus. Aber gut. So, und damit würde ich jetzt mal in den Krieg ziehen. Mal gucken, was da so passiert. Sind Dämonen in der Nähe? Spuckt schon aus. Ihr seid am Zug. Klärt mich auf. Ich warte auf euch. Ich bin blind, nicht taub. Sofort. Okay. Ich bin blind. Ihr seid am Zug. Ein Schuss, ein Treffer. Ich werde ungeduldig. Ich werde ungeduldig. Hier wird der Schädel des Gul'dan aufbewahrt. Diese armseligen Dämonen werden mich nicht davon abhalten, ihn für mich zu beanspruchen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Unsere Zeit ist knapp. Ich schick die mal da hoch. Denn ich brauche sie nicht. Ich brauche sie nicht. Unsere Krieger greifen ich bin den blind, Feind an. Nicht taub. Jetzt werden die Dämonen wenigstens diesen Wald nicht mehr verderben. Aber wenn ich den Schädel vernichte und seine Macht für mich beanspruche, werde ich stärker als alle Leutnants von Archimond. Ja, die Macht sollte hier... Illidan, nein, tu es nicht. Jetzt bin ich vollkommen.
Wir greifen den Feind an. So, was ist hier los? Der sollte doch eigentlich sterben. Ist das kein? Naja. Vergiss es. Ich dachte, das wäre so ein Beschworener und meine Einheiten machen beschworenen Schaden. Hab ich jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, aber das war wohl ein Irrtum. Ich warte auf euch. Schon erledigt. Meine Kraft gehört euch. Gibt es Ärger? Ich bin bereit. Ihr seid am Zug. Ich bin wach. Ich bin wach. Jetzt heilen wir erst mal hoch. Natürlich. Anudora. Natürlich. Sofort. Der Schläfer ist erwacht. Ich bin blind, nicht taub. Gut. Euer Befehl? Ihr seid am Zug. Spuckt's schon aus. Im Grunde genommen könntet ihr vielleicht auch mal die hier heilen. Ich kenne meinen Pfad. Meine Kraft gehört euch. Unsere Zeit ist knapp. Ich warte auf euch. Gut. So, wo müssen wir jetzt hin? Da hinten hin und den Tichondrius. Vernichte Tichondrius. Okay. Na ja, gut, dann machen wir das doch einfach. Wo soll ich zuschlagen? Auf euer Zeichen. 10.000 Gold, 11.000 Gold fast. Damit lässt sich arbeiten. Ich bin wach. Meine Kraft gehört euch. Wo soll ich zu den Weg? Sterbt. Unsere Zeit ist knapp. Ich warte auf euch. Unser heiliger Hain wird entweiht. Wie, was, wo, warum? Wie, was, wo, warum? Okay. Naja. Eigentlich dürfte mich das jetzt nicht großartig stören. Ich bin blind, nicht taub. Unser heiliger Hain wird entweiht. Ich bin wach. Zeig den Weg. Wir müssen das eigentlich schaffen. Oder? Ja, die schaffen das schon. Ich muss mal positiv sehen, wenn die nicht da oben sind, sondern unten, wird der Kampf vielleicht für mich hier unten ein bisschen einfacher. Möglicherweise. Unsere Zeit ist knapp. Ihr seid am Zug. Unser heiliger Hain wird entweiht. Meine Kraft auf euer Zeichen. Anudora. Ich kenne meinen Pfad. Na also. Ist das alles? Wo soll ich zeig zuschlagen? Den Weg. Unsere ich Zeit warte ist auf knapp. Euch. Das sind wieder so Wächter. Ich bin wach. Ich bin wach. Und die hier. Oh, da kommt jetzt ganz knüppeldick. Hm. Das weiß ich selber nicht genau. Wer seid ihr? Sehen wir doch mal, wie selbstsicher ihr gegen einen der euren seid. Schreckenslaut. Ich mach mal einen Schutzzauber und mal einen Heilzauber. Oder Heiltwang, besser gesagt.
sofort. Ja, das wird jetzt ein interessanter Kampf hier. Also erstmal müssen wir das Gestrüpp killen und dann kann nur der Illidan den hier killen, oder was? Okay, naja, das ist ja... ist ja eine machbare Aufgabe. Widerlicher Dämon, was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Ich bin es, Malfurion. Das ist aus mir geworden. Nein, Illidan, wie konntest du nur? Der Anführer der Untoten wurde vernichtet und die Wälder werden sich mit der Zeit erholen. Zum Preis deiner Seele? Du bist nicht mein Bruder. Verlasse diesen Ort und setze nie wieder einen Fuß in unser Land. So sei es, Bruder. Oh Gott. Das ist ja fast ein bisschen... fast ein bisschen Tragik. ...455 Gegner getötet. 1 Stunde 7. Aufsperren. Naja, also. So, der letzte Wächter. Interludium. 2 Tage später in einem beschaulichen Tal des Hyal. Wir haben keine Zeit für so etwas, Malfurion. Was machen wir hier draußen? Gestern Nacht sprach ein großer Rabe im Traum zu mir und rief mich an diesen Ort. Wir wurden ebenfalls hierher gerufen. Wer seid ihr, Fremdlinge? Ich bin Thrall, Sohn von Durotan, Kriegshäuptling der Horde. Und ich bin Jaina Prachtmeer, Anführerin der überlebenden Menschen von Lordaeron. Ihr seid hier unerwünscht. Geduld, Priesterin. Sie sind hier, um euch gegen die Legion zu unterstützen. Ihr seid die Gestalt aus meinem Traum. Wer seid ihr, dass ihr uns ein solches Angebot macht? Ich bin der Grund für die Rückkehr der Legion. Vor Jahren habe ich die Orks in diese Welt gebracht und damit auch den Dämonen den Weg geebnet. Als Strafe wurde ich von denen ermordet, denen meine größte Fürsorge galt. Das ist doch Warcraft 2 hier. Aber absolut. In den Ländern im Osten. Ganze Königreiche wurden verwüstet. Nun bin ich endlich zurückgekehrt, um alles ins Lot zu bringen. Ich bin Medivh, der letzte Wächter. Ich sage euch jetzt, die einzige Chance dieser Welt besteht darin, dass ihr vereint zu den Waffen greift und gegen die Feinde allen Lebens vorgeht. Dann machen wir das doch einfach. Kapitel 7, Götterdämmerung. Am nächsten Morgen in der Nähe des Hyal-Gipfels. Die Nachtelfen, Orks und Menschen sammeln sich, um ihre Verteidigung des Berges zu planen. Ist das schon die letzte Mission? Ich dachte, da kommt noch ein bisschen was. Entschuldigt die Verspätung. Es ist so, wie wir befürchtet haben.
Archimond und seine Verdammniswachen nähern sich dem Gipfel. Er wird jeden Moment hier sein. Vor 10.000 Jahren besiegten wir Nachtelfen die brennende Legion. Der Rest der Welt wurde zertrümmert. Doch wir konnten unser unsterbliches Leben in Frieden leben. Eins mit dem Weltenbaum. Wir sind seine Beschützer. Durch ihn haben wir Unsterblichkeit und Macht über die Natur erlangt. Nun ist es an der Zeit, dass wir diese Macht zurückgeben. Das heißt, wir werden altern wie diese Sterblichen. Unsere Macht über die Natur wird mit der Zeit schwinden. Wenn der Stolz uns zögern lässt, Liebste, dann haben wir vielleicht schon lange genug gelebt. Ich begebe mich zum Gipfel und bereite dort unsere Verteidigung vor. Was auch kommen mag, Liebste, vergiss nicht, dass uns ein ewiges Band vereint. Oh ja. Was für ein Pathos und Theatralik und ein Kitsch. Oh. Der Archimond. Der Archimond. Der Abrechnung ist gekommen. Wenn ihr unsere Stützpunkte versorgt und verhindert, dass wir überwältigt werden, dann können Thrall und ich Archimonds Aufstieg verzögern. Euer Plan ist verwegen, Mädchen. Vielleicht habe ich euch Fremdlinge doch unterschätzt. Möge Elun euch wohlgesonnen sein. Zu den Waffen, meine Brüder. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir drei Lager. Hier unten das Blaue, das sind wohl die Menschen. Das Rote sind die Orks. Und das Weiße, das sind wir selber. Und die Mission ist 45 Minuten lang, den Archimond aufzuhalten. Hier oben, das scheint mir genau der Berggipfel zu sein. Okay, so, und jetzt ist natürlich auch Hypographen, Hypogryphen, Hippos. Das ist quasi unsere neue Einheit, fliegende Einheit. Wobei ich glaube, das war relativ aufwendig. Den muss man nämlich erst bauen. Da muss man einen Bogenschützen bauen. Nicht mehr lange und sie werden unsere Verbündeten angreifen. Und dann muss man die auch noch besteigen. Das ist nicht nur teuer, das dauert auch langwierig, langatmig. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das das Geld vom Eis. Gut, die prinzipielle Idee. Achso, und da kommt der Gegner. Die prinzipielle Idee ist, entweder wir schauen, dass wir hier unsere Kräfte bündeln und schauen, dass der Mensch hier möglichst lang mit unserer Hilfe überlebt, um den Ding zu verzögern. Oder wir nutzen die Zeit und bauen unsere Festung aus. Und sind dann eben voll gerüstet, wenn der kommt. Das wäre die zweite Alternative. Ich persönlich würde lieber den Menschen und den Orks quasi helfen, so lange wie es geht. Wäre jetzt so meine Idee. Das können wir jetzt natürlich in der Folge nicht mehr machen, aber in der nächsten. Und ich werde jetzt gleich nochmal die Mission neu beginnen, weil wir ja schon Zeit verloren haben. Ja, schon fast zwei Minuten. Und jetzt zum Beispiel hier schon ein Turm kaputt gegangen ist. Oder zwei? Einer mindestens. Ja, okay, aber so würde ich es jetzt versuchen. Vielleicht sogar tatsächlich, dass ich hier unten so ein bisschen eine Basis mit aufbaue. Wie sieht es denn eigentlich aus hier? Die machen Kohle. Hier sind noch zwei Goldminen. Die müssen wir natürlich auch sehr schnell erschließen. Sonst können wir diesen stetigen Nachschub natürlich nicht gewährleisten. Na gut, so in der Art würde ich das jetzt tun. Achso, und die Kisten, da können wir kurz mal reinschauen. Ist denn da überhaupt was Anständiges drin? Die hat noch ihren Talisman der Wildnis, sehe ich gerade. Buch der Gesundheit. Für Kalimdor. Da oben. Einfach mal schauen, was da so drin ist. So als Vorbereitung. Ob sich das überhaupt lohnt, hier den ganzen. Feuer. Irgendetwas stimmt hier nicht. Rolle des Mannes, Heiltrank. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. Ashtero Dalador.
Söldnerlage. Brauchen wir Söldner überhaupt? Unsere Krieger greifen den Feind an. Was hätten wir dafür Söldner am Start? Jemand bedroht die Wildnis. Ah. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. Die schließen sich uns dann noch an. Das ist natürlich gut. Das ist gut zu wissen. Das gilt wahrscheinlich auch für die da oben. So, wo ist jetzt die Elune? Unsere verbündete Stadt so braucht Hilfe. Es. Dunkeltrollhöhle, Söldnerlager. Was gibt's denn da Schönes? Ich folge der Stimme von Elune. Eine leichte Fernkampfeinheit, Dunkeltroll-Berserker, Dunkeltroll-Kriegsherr. Priester, das ist auch nicht schlecht. Das Gemetzel kann beginnen. Das Gemetzel kann beginnen. Was ihr wolle. Liebend gern. Ituta. Unsere verbündete Held ist gefallen. Können wir relativ schnell am Anfang auch Einheiten basteln, okay. Ja gut, so ungefähr. Also, dann sage ich jetzt mal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao.